Hallöchen und ganz herzlich willkommen. Heute mal nicht im Microsoft Flight Simulator, sondern heute mal im Browser. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar ist in letzter Zeit häufiger die Frage gekommen, wie plane ich denn überhaupt meinen Flug? Mit welchen Tools kann ich das machen? Und da wollen wir uns heute einmal gemeinsam ein Tool anschauen, das in meinen Augen so das Beste ist, was man aktuell kostenlos auf dem Markt findet. Und zwar SimBrief. SimBrief habt ihr vielleicht in manch anderen Videos schon mal gehört. Ist immer die Webseite, über die ich meine Flugpläne erstelle. Und SimBrief gibt uns eben die Möglichkeit, mit relativ wenig Aufwand komplette Flugpläne zu erstellen, die dann für uns alle wichtigen Informationen enthalten, die wir für unsere Flugdurchführung brauchen. SimBrief könnt ihr kostenlos nutzen. SimBrief ist mit Navigraph verbunden, das heißt, ihr müsst euch ein Navigraph-Konto erstellen. Aber keine Angst, ihr müsst auch nicht automatisch dann ein Abo abschließen, ihr müsst euch nur einmal dort einen Account erstellen und mit diesem Account könnt ihr euch dann bei SimBrief anmelden. Wenn ihr euch bei SimBrief angemeldet habt, dann könnt ihr hier oben auf den Dispatch-Button gehen und könnt dann eure Flugpläne hier aufrufen. Das ist jetzt mein aktueller Flugplan und wenn ihr einen neuen Flugplan erstellen wollt, dann klickt ihr hier oben einmal auf Create New Flight Plan und dann kommt ihr hier auf dieses Formular und das wollen wir uns heute in dem Video mal ein bisschen genauer zusammen anschauen. Das allererste, was wir eingeben müssen, ist unser Airline-Code. Es gibt immer zwei Airline-Codes, es gibt einen zweistelligen Code und einen dreistelligen Code. Für unseren Fall ist jetzt der dreistellige Code, also der ICAO-Code der Airline interessant. Wir fliegen heute mit der Lufthansa. In dem Fall ist der ICAO-Code also DLH. Hier bei Flugnummer können wir die Passagierflugnummer eingeben oder wir können direkt unser Callsign mit eingeben. Manchmal sind die beiden Sachen ja identisch. In unserem Fall ist es heute aber eine andere Passagierflugnummer. Das ist nämlich die 1146, die also heute die Flugnummer ist, die auch die Passagiere auf ihrer Bordkarte sehen. Und unser Callsign wird heute Lufthansa 2 Alpha Charlie sein. Folglich geben wir hier oben die Flugnummer ein, das Callsign kommt dann später. Dann müssen wir als nächstes unseren Departure Airport eingeben. Da ist auch wichtig, hier den vierstelligen Code zu nehmen, also den ICAO-Code vom Departure Airport. Wenn ihr euch mal nicht sicher seid, wie der Departure ICAO lautet, dann googelt einfach mal den Airport, geht auf die Wikipedia-Seite und da ist dann meistens auf der rechten Seite so eine Tabelle, wo dann auch der ICAO-Code mit dabei steht. In unserem Fall fliegen wir heute in München los, das ist Echo Delta Delta Mike. Und wir fliegen nach Hamburg, das ist Echo Delta Delta Hotel. Und dann seht ihr, SimBrief fängt direkt schon mal an zu arbeiten, schlägt uns jetzt hier auch automatisch einen Alternate vor. Der Alternate ist immer ein Flughafen, zu dem hin wir ausweichen würden, sollten wir an unserem eigentlichen geplanten Ziel nicht landen können. SimBrief schlägt uns da immer automatisch was vor, wir können aber auch durchaus hier eine andere Eingabe machen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, Hannover ist auch ein guter Alternate Airport für Hamburg. Und das ist nicht ganz so weit. Dann können wir hier einfach den ICAO-Code von Hannover eingeben und dann würde SimBrief den entsprechend dann als Alternate wählen. Hier können wir unser Departure-Tag auswählen. Das ist meistens der heutige Tag und hier da vorne unsere Departure-Time. Wichtig, hier ist nicht die Zeit gemeint, zu der ihr abheben wollt, sondern hier ist die Zeit gemeint, zu der ihr auf Block gehen wollt. Also sprich die Zeit, zu der ihr euren Pushback machen wollt. In unserem Fall ist das 14:15 Uhr. Das können wir erstmal so stehen lassen. Und dann haben wir die erste Reihe hier schon mal fertig. Hier auf der rechten Seite können wir dann ein paar Einstellungen machen, die unseren Flugplan bzw. auch das Layout unseres Flugplans betreffen. Die erste Option ist das sogenannte OFP-Layout. OFP steht für Operation und Flight Plan und ist letztendlich das Ergebnis von dem, was wir hier gerade machen. Das heißt, wenn wir hier später alle Informationen eingegeben haben, dann erstellen wir einen Flugplan und einen sogenannten OFP. In diesem OFP stehen dann alle wichtigen Informationen für uns als Cockpit Crew drinnen. Das heißt, welche Route wir fliegen, von wo nach wo wir fliegen, welchen Sprit wir mitnehmen, wie viele Gewichte wir an Bord haben und so weiter und so fort. Das gucken wir uns dann in einem anderen Video auch nochmal zusammen an. Dieses OFP schaut bei jeder Airline ein bisschen anders aus. Und deswegen könnt ihr hier im Dropdown-Menü zwischen verschiedenen Airlines wählen. Jede hat so ihre Vor- und Nachteile. Ich würde euch empfehlen, entweder beim Lido-Layout zu bleiben oder das Lufthansa-Layout zu nehmen, je nachdem, welches euch besser gefällt. Ich würde euch aber auch empfehlen, euch einmal ein Layout auszusuchen, mit dem ihr gut klarkommt und das dann beizubehalten. Weil jedes Layout ist wieder anders aufgebaut und wenn man jedes Mal wieder von vorne anfangen muss, die ganzen Informationen zu finden, dann macht das super viel Arbeit. In meinem Fall bleibe ich jetzt beim Dido-Layout und hier unten drunter können wir dann noch auswählen, in welchen Einheiten wir rechnen. Normal ist das in unserem Fall immer Kilogramm. Wenn wir jetzt in der USA unterwegs wären, dann könnten wir hier auch auf Pfund umstellen. Gibt es jetzt aber aktuell keinen Grund zu. Dann haben wir hier unten die Möglichkeit, den sogenannten Contingency Fuel festzulegen. Contingency Fuel ist Sprit für unvorhergesehenen Mehrverbrauch während unseres Fluges. Das heißt, wenn wir zum Beispiel laut Flugplan auf Flight Level 350 unseren Reiseflug halten sollten
und dann wegen Traffic zum Beispiel gar nicht auf Flight Level 350 steigen können, sondern zum Beispiel auf Flight Level 320 nur steigen können, dann haben wir durch die dichtere Luft, in der wir fliegen, einen höheren Spritverbrauch. Für solche Ereignisse ist dann der Contingency Fuel vorhergesehen. Oder wenn wir zum Beispiel unterwegs eine Gewitterzelle vor uns stehen haben, dann möchten wir da ungern durchfliegen, sondern müssen da außen rum fliegen. Außen rum fliegen bedeutet immer, dass wir eine längere Strecke fliegen, als eigentlich geplant war. Und für solche unvorhergesehenen Ereignisse gibt es, wie gesagt, diesen Contingency Fuel. Da würde ich euch einfach empfehlen, EASA auszuwählen. Das ist die zuständige Behörde in Europa und dann erfüllt ihr automatisch hier die EASA-Regularien und müsst euch da dann auch gar nicht weiter Gedanken drüber machen. Darunter können wir den Reserve Fuel auswählen. Das ist die sogenannte finale Reserve, die Final Reserve, die wir bei jedem Flug auch noch mitführen müssen. Und zwar ist die Final Reserve eine zusätzliche Reserve, die wir auch jeden Flug mitnehmen müssen. Und die ist dafür gedacht, um in der Regel 30 Minuten 1500 Fuß über unserem geplanten Destination Airport, also über dem Zielflughafen, mit Holding-Geschwindigkeit fliegen zu können. Das ist also nochmal so ein Puffer, dass wenn wir wirklich alle anderen Reserven aufgebraucht haben, dass wir dann nicht aus der Luft fallen, sondern dann immer noch für 30 Minuten Sprit dabei haben. Diese Final Reserve sollten wir unter keinen Umständen im Flug anreißen. Ansonsten ist es definitiv ein Notfall und muss dann als solcher auch deklariert werden. In unserem Fall können wir das einfach auf Auto stehen lassen. Wie gesagt, in der Regel sind das 30 Minuten, die könnt ihr ansonsten hier auch auswählen. Und dann müsst ihr euch da nicht weiter drüber Gedanken machen. Das taucht dann später nochmal in unserem Flugplan auf, weil das eben ein Teil des Sprits ist, den wir tanken werden. Und dann können wir hier mit den anderen Optionen noch ganz kurz weitermachen. Detailed Navlog würde ich euch empfehlen anzulassen. Das hat zur Folge, dass ihr in eurem Flugplan dann später detailliert seht, welche Wegpunkte ihr abfliegt, auf welcher Höhe ihr sie abfliegt, wie das Wetter dort ist. Und wenn ihr das deaktiviert, dann ist euer Flugplan zwar etwas übersichtlicher und etwas kürzer, aber euch fehlen zum Teil dann wichtige Informationen. Darunter können wir das ETOPS Planning ein- oder ausschalten. ETOPS, für die, die es nicht kennen, steht für Extended Range Twin Engine Operation und ist für Flugzeuge interessant, die längere Strecken über unbewohntem Gebiet oder über Wasser zurücklegen, zum Beispiel wenn wir den Atlantik überfliegen. Gesetzlich ist es so festgeschrieben, dass wir uns mit unserem Flugzeug immer maximal 60 Minuten entfernt von einem geeigneten Alternate aufhalten dürfen. Die ETOPS-Zertifizierung erlaubt es uns, über diese 60 Minuten hinauszugehen. Wenn wir so einen normalen Flug über Europa machen, dann haben wir immer einen sinnvollen Alternate in der Nähe innerhalb von 60 Minuten, um dorthin zu fliegen. In dem Fall brauchen wir ETOPS also nicht, besonders nicht auf der Strecke von München nach Hamburg. Wenn ihr jetzt euren Flug von Frankfurt nach John F. Kennedy zum Beispiel plant und über den Atlantik fliegt, dann fliegt ihr auf jeden Fall aus diesen 60 Minuten raus und dann bräuchtet ihr bei eurer Flugplanung ein ETOPS Planning. Wir können den Haken also rausnehmen. Die nächste Option sind die Step Climbs. Step Climbs machen auch nur bei längeren Flügen Sinn. Es ist ja so, dass mit zunehmender Flugdauer verbrauchen wir immer mehr Sprit und weil wir immer mehr Sprit verbrauchen, wird unser Flugzeug mit zunehmender Flugdauer immer leichter. Je leichter unser Flugzeug ist, desto effizienter ist es, mit unserem Flugzeug höher zu fliegen. Das heißt, es kann zum Beispiel auf einem 6-Stunden-Flug sein, dass unsere erste Reiseflughöhe Flight Level 330 ist. Dann haben wir irgendwann so viel Sprit verbraucht, dass es fürs Flugzeug effizienter ist, noch ein bisschen höher zu fliegen. Dann machen wir also einen sogenannten Step Climb auf die nächstgelegene Höhe, also Flight Level 350. Und vielleicht dann nochmal 3 Stunden später, wenn wir noch mehr Sprit verbraucht haben und noch leichter sind, dann können wir nochmal weiter steigen auf zum Beispiel Flight Level 370. Und das sind Step Climbs. Das heißt, wenn ihr möchtet, dass auf einem langen Flug der Flieger auch die Effizienz ein bisschen im Auge hat und dann zwischendrin auch die Reiseflughöhe entsprechend anpasst, dann müsst ihr hier den Haken drin lassen. In unserem Fall ist es jetzt nur ein kurzer Flug von München nach Hamburg, da brauchen wir keine Step Climbs, also können wir den Haken rausnehmen. Runway Analysis lasse ich immer drinnen und die NOTAMs und die FIR NOTAMs lasse ich auch immer drin. NOTAMs steht dabei für Notice to Airmen und sind Informationen für die Cockpit Crew über Besonderheiten am jeweiligen Airport oder in der jeweiligen Region, in der man unterwegs ist. Das können zum Beispiel Baustellen auf den Airport sein, vielleicht eventuell Bahnen, die geschlossen sind, Funkfeuer, die nicht funktionieren, Kräne oder andere Hindernisse, die vielleicht im Abflugsektor sind. Über solche Sachen wird in den Notice to Airmen informiert. Wenn ihr mal einen Flugplan erstellt habt und dann weiter runter scrollt, dann werdet ihr die NOTAMs relativ schnell finden, weil die einen großen Teil eures Flugplans einnehmen. Da stehen halt sehr viele wichtige Informationen drin, ist für uns jetzt im Simulator nicht so wichtig, aber für den Realismus macht es Sinn, diese NOTAMs durchaus drin zu lassen. Manchmal ist es auch auf VATSIM so, dass die Lotsen diese NOTAMs tatsächlich umsetzen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Taxiway in echt in München geschlossen ist
dann kann es auch gut sein, dass der Taxiway auch in München auf Watzen dann geschlossen ist. Die FIR-NOTAMs sind auch NOTAMs, allerdings für die sogenannten Flight Information Regions. Ihr wisst ja, dass der Himmel über Deutschland, über Europa, über der Welt in ganz, ganz viele kleine Sektoren, sogenannte Flight Information Regions, eingeteilt ist. In Deutschland ist das zum Beispiel im Lower Airspace Langen, Bremen und München und im Upper Airspace Rhein und Maastricht Radar. Und innerhalb dieser sogenannten Flight Information Regions gibt es dann auch nochmal diese NOTAMs. In diesen NOTAMs steht dann zum Beispiel drin, wenn in bestimmten Gegenden irgendwelche Glider-Activity ist, also zum Beispiel irgendwelche Segelflieger unterwegs sein sollen, wenn vielleicht Fallschirmspringer unterwegs sind, dann steht das in den FIR-NOTAMs. Ist auch jetzt wieder für den Simulator nicht so relevant, könnt ihr aber gerne auch drin lassen. Flight Maps hier unten lassen wir auf Detailed. Da würdet ihr ansonsten nur einfach Informationen von den Karten, die euch dann im Flugplan nachher mitgegeben werden, ausblenden. Wenn ihr dann die ganzen Einstellungen gemacht habt, könnt ihr hier oben auch auf Save Default klicken und könnt damit eure Einstellungen für die nächsten Flugpläne schon mal speichern. Dann müsst ihr die Eingaben hier nicht jedes Mal neu machen. Als nächstes machen wir hier drüben weiter und zwar können wir hier unser Airframe, also unser Flugzeug, mit dem wir den Flug durchführen wollen, auswählen. Wir fliegen heute mit dem Phoenix A320 und dafür gibt es ein spezielles SIM-Brief-Profil. Und das kann ich dann hier entsprechend auswählen. Es gibt auch schon standardmäßig ein paar vorgefertigte Profile hier unten, die könnt ihr einfach nutzen oder ihr fügt eben eigene SIM-Briefprofile hinzu. Meistens gibt es für die Payware Airliner auch schon fertige SIM-Briefprofile, die ihr euch dann einfach importieren könnt. Wenn ihr in die Beschreibung schaut, dann habe ich euch da ein paar Profile verlinkt, zum Beispiel für den A310, für den Phoenix 320, für den Fly-by-Wire 320 Neo oder auch für die PMDG 737-Reihe. Als nächstes haben wir hier ein paar Optionen, um unseren Flug selber nochmal zu spezifizieren. Und zwar können wir einmal hier das Kleinprofil auswählen. Das lassen wir einfach standardmäßig so. Das ist also zum einen die Geschwindigkeit, die wir unter Flight Level 100 fliegen, 250 Knoten. Dann, wenn wir beschleunigt haben oder über Flight Level 100 sind und beschleunigen, beschleunigen wir auf 300 Knoten. Und irgendwann kommt ja unsere Speed Conversion. Wenn wir also dann von Indicated Airspeed auf Mach wechseln, dann fliegen wir zunächst 300 Knoten und danach auf Mach Decimal 7/8, also auf 78% der Schallgeschwindigkeit. Als nächstes können wir hier unseren Cost-Index festlegen. Cost-Index, ich will es gar nicht zu tief anreißen, aber ist vereinfacht gesagt einfach ein Verhältnis zwischen möglichst schnell am Ziel ankommen, aber auch effizient dort ankommen, Crewkosten im Auge haben, Kosten für die Maintenance im Auge zu haben, Spritkosten vor allem auch im Auge zu haben. Und so ganz grob gesagt, je höher der Cost-Index ist, desto schneller kommen wir an unserem Ziel an, aber desto mehr Sprit verbrauchen wir zum Beispiel auch. Ich würde das jetzt einfach bei Auto lassen. SimBrief ist da immer ganz realistisch mit den Cost-Index-Werten, die es dort angibt. Alternativ könnte man ansonsten hier auch eine bestimmte Mach-Number, über die wir eben schon gesprochen haben, auswählen. Also wenn man zum Beispiel fix Mach Decimal 7/8 im Reiseflug fliegen möchte, dann kann man das alternativ auch hier auswählen. Das gleiche wie fürs Climb-Profile gibt es dann auch nochmal fürs Descent-Profile. Das lassen wir aber so. Und dann haben wir hier drüben noch einen Fuel Factor. Der Fuel Factor, den müssen wir eigentlich ansonsten auch nicht anfassen. Wenn wir jetzt allerdings merken, okay, bei dem Flugprofil, was wir haben, verbraucht irgendwie der Flieger viel, viel weniger, als der Flugplan gerechnet hat oder verbraucht viel, viel mehr, als der Flugplan gerechnet hat, dann können wir hier über den Fuel Factor nochmal so ein bisschen die Treibstoffberechnung beeinflussen. Das heißt, wenn wir einen Plusfaktor hier oben drauf rechnen, also zum Beispiel von plus 10, dann würden wir, wenn wir ansonsten 1000 Kilogramm mitnehmen würden, jetzt mit 10% mehr dann also 1100 Kilogramm mitnehmen. Das gleiche geht auch in die andere Richtung, wenn wir also merken, okay, unser Simbri-Flugplan schlägt uns für den Flug immer 5 Tonnen vor, ich komme aber mit 2,5 Tonnen dort an, brauche also eigentlich viel, viel weniger Sprit, dann könnte man hier einen negativen Wert auswählen und dann würde die Spritberechnung entsprechend korrigiert werden. In den meisten Fällen kann man es aber einfach auf 0 lassen, nur dass ihr wisst, wofür diese Einstellmöglichkeit ist. Dann geben wir hier die Registration von unserem Flugzeug an. Das ist also wie das Nummernschild auf dem Auto. Wir fliegen heute mit der Delta Alpha India Zulu India. Dann könnten wir hier noch eine FIN-Number eingeben, die ist aber nicht sonderlich wichtig. Und hier drüben noch unseren Cell Call Code und unser Call Sign. Selective Calling, nur um es ganz kurz anzureißen, ist eine Möglichkeit, dass uns der Lotse anklingeln kann. Wenn wir zum Beispiel über dem Atlantik unterwegs sind und auf HF, also auf Kurzwelle unterwegs sind, dann haben wir mal so ein ganz unangenehmes Rauschen auf dem Ohr. Cellcall ermöglicht es uns, dass wir dann das Rauschen einfach leiser drehen können und über einen vierstelligen Cellcall-Code kann uns der Lotse dann in unserem Cockpit anklingeln, dann wissen wir, dass der Lotse mit uns sprechen würde und würden dann unseren Funk wieder lauter drehen. Ist jetzt für unseren Flug über Europa nicht sonderlich wichtig, ansonsten, wenn ihr nämlich Cellcall über dem Atlantik unterwegs seid, dann könntet ihr den Code entsprechend hier angeben.
Hier drüben haben wir noch unser ATC Call Sign. Das wird nur interessant, wenn ihr auf WATSIM unterwegs seid. Und in unserem Fall habe ich ja schon gesagt, wir sind heute die Lufthansa 2 Alpha Charlie. Und das geben wir dann hier beim ATC Call Sign ein. Hier bei den Optional Entries können wir jetzt einmal die Scheduled Flight Time sehen. Das ist immer nur so ein ganz grober Überschlag, den SimBrief da automatisch macht. Dann müssen wir auch nichts anfassen. Dann können wir hier unsere Departure und Arrival Runway auswählen. Wenn ihr euch mit den Flughäfen schon ein bisschen auskennt, dann kann man immer ganz gut antizipieren, welche Departure und Arrival Runway es wird. In unserem Fall starten wir jetzt in München. Hier oben, wenn wir neben München auf diese Wolke klicken, dann können wir uns einmal das Wetter anzeigen lassen. In München haben wir also gerade einen südlichen Wind mit einer ganz leichten Westkomponente. Das heißt, in München wird wahrscheinlich gerade auf der 26, also in Richtung Westen gestartet. Das heißt, die Runway 26 Left ist schon mal gar nicht schlecht. Wenn man sich jetzt noch ein bisschen besser in München auskennt, dann weiß man, dass die Departures Richtung Norden immer auf der 26 Right rausgehen, die Departures Richtung Süden auf der 26 Left. Also können wir hier auch schon mal die 26 Right auswählen. Wenn ihr euch, wie es bei den meisten wahrscheinlich ist, an den Airports nicht so auskennt, dann ist es vollkommen egal, was ihr hier plant. Es ist nur wichtig, dass irgendwas im Flugplan drin steht. Was ihr letztendlich für eine Departure Runway tatsächlich fliegt, sagt euch ja dann der Lotse. Gleiches auch für die Arrival Runway. Wir lassen jetzt einfach die Runway 15 hier mal drin. Wir könnten für Hamburg hier das Wetter auch nochmal aufrufen. Wind kommt aus 100 Grad mit 16 Knoten, Böen bis zu 27 Knoten. Wir können also durchaus damit rechnen, dass Arrival Runway 15 Sinn macht. Hier daneben können wir einmal festlegen, wie lange wir zum Taxi-Out und bzw. zum Taxi-In brauchen. Da ruhig ein bisschen konservativ rechnen, dass ihr lieber ein bisschen mehr Taxi-Fuel mitnimmt und dann könnt ihr hier die entsprechenden Minuten einmal festlegen. Extra Fuel hier drüben, das ist Fuel, den wir zusätzlich zu dem Mindestsprit, den wir auf jeden Fall tanken, noch optional mitnehmen können. Das kann zum Beispiel sein, weil wir viel Traffic an unserem Arrival Airport erwarten, weil wir eventuelle Holdings zu erwarten haben, vielleicht auch wegen schlechtem Wetter an unserem Arrival Airport, dass wir eventuell noch mal ein bisschen ins Holding müssen. All solche Faktoren würden dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen extra Fuel mitnehmen. Das kann man dann auch hier leer lassen und dann erst bei der Spritbestellung im Flieger berücksichtigen. Vorteil, wenn ihr es hier eingibt, ist allerdings, dass dieser extra Sprit dann in eurer gesamten Flugberechnung schon mit enthalten ist. In unserem Fall haben wir jetzt zum Beispiel gesehen, dass wir in Hamburg ziemlich böiges Wetter haben. Das heißt, heute macht es vielleicht Sinn, nochmal für einen extra Go-Around ein bisschen Sprit mitzunehmen, vielleicht auch dann eventuell nochmal kurz ins Holding gehen zu können. Also nehmen wir mal noch 0,7 Tonnen extra mit. Hier drüben Altitude würde ich einfach auf Auto lassen, dann berechnet SimBrief automatisch für euch die optimale Reiseflughöhe. Manchmal hat man Flugpläne, wo das nicht unbedingt Sinn ergibt, dann kann man hier manuell auch noch was eingeben, also zum Beispiel Flight Level 360. Das würde man dann so eingeben, FL360, und dann würde SimBrief auch genau diese Reiseflughöhe berechnen. Hier können wir noch festlegen, wie viele Passagiere, wie viel Fracht wir mitnehmen wollen. Das lasse ich meistens auf Auto, dass SimBrief da einfach irgendwelche Random-Werte nimmt, dass wir nicht immer das gleiche haben. Und auch das Zero-Fuel-Weight, also das Gewicht vom gesamten Flieger mit allem an Bord, allerdings ohne den Sprit, lasse ich auch auf automatisch, dass auch da jedes Mal ein anderer Wert kommt. So wie im echten Leben halt auch. Hier können wir noch ein Dispatcher-Name eingeben, noch ein Captain's-Name eingeben und hier drüben sehen wir noch unsere Pilots-ID. Die brauchen wir in manchen Flugzeugen mit SimBrief-Integration, um da die Connection herzustellen. Falls ihr die also schon mal gesucht habt, hier könnt ihr sie finden. Vielleicht noch zwei Worte ganz kurz zu dem Dispatcher. Die Dispatcher sind in den Airlines diejenigen, die genau diese Arbeit hier machen. Das heißt, die erstellen die Flugpläne für die Cockpit-Besatzungen. Natürlich ist das im Real Life noch deutlich komplexer als das, was wir jetzt hier machen. Letztendlich machen die aber genau das. Die suchen nämlich einmal ein gutes Routing raus, passen zu den jeweiligen Wetterbedingungen, machen eine Spritberechnung, sorgen dafür, dass alle nötigen Genehmigungen für die Überflüge und sowas vorhanden sind. Und in unserem Fall sind wir unser eigener Dispatcher und könnten da theoretisch also auch unseren eigenen Namen reinschreiben. Hier könnte der Dispatcher noch irgendwelche Remarks machen. Da wir aber ja selber der Dispatcher sind, sparen wir uns das. Als nächstes kommt hier die Zeile für den IRAC Cycle. Ich habe ja vorhin schon gesagt, euer Account ist über Navigraph verbunden. Und wenn ihr ein Navigraph-Abo habt, dann ist da ja jeden Monat ein neuer IRAC Cycle dabei. Das heißt, alle 30 Tage wird die Datenbank für die Navigation in den Flugzeugen aktualisiert. Und diesen IRAC Cycle können wir hier eben auswählen. Wir haben den aktuellen IRAC Cycle von 2022 im November, deswegen 2211. Der ist auch aktuell. Wenn ihr jetzt kein Navigraph-Abo habt, dann habt ihr wahrscheinlich den IRAC 2103. Dann steht hier outdated dabei. Das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Sorgt nur manchmal dann dafür, dass wenn man die SimBrief-Integration in den Flugzeugen nimmt, dass er dann vielleicht den einen oder anderen Wegpunkt mal nicht kennt. In unserem Fall bleiben wir beim aktuellen IRAC-Cycle 2211 und auf diesem IRAC-Cycle basierend wird dann nachher auch unser Flugplan erstellt.
Und dann haben wir hier eigentlich eins der wichtigsten Fenster, nämlich das, in dem wir unsere Route festlegen. SimBrief nimmt automatisch ein paar verschiedene Quellen, FlightAware, SkyVector und sowas, um diese Flugpläne zu erstellen, beziehungsweise diese Routings zu erstellen. Hier unten auf der Karte können wir uns das Routing da auch immer anschauen. Ihr seht, in unserem Fall geht es also hier relativ geradeaus hoch in Richtung Hamburg. Das sieht also auch nach einem vernünftigen Routing aus. Wenn wir jetzt aus irgendwelchen Gründen dieses Routing nicht fliegen wollen würden, dann haben wir hier drüben noch ein paar andere Route-Möglichkeiten. Könnten zum Beispiel eine Give Me Departure hier auswählen. Das wäre dann ein bisschen ein anderes Routing. Eventuell müssten wir dann die Bahn nochmal anpassen. Und dann seht ihr, haben wir hier auch eine andere Strecke, die wir theoretisch fliegen könnten. Meistens würde ich aber einfach das Standard-Routing hier drin lassen. Das macht schon so Sinn. Falls hier mal die Meldung kommt, dass hier eine Departure für die jeweilige Runway nicht verfügbar ist, dann einfach ganz kurz hochgehen, einmal die Bahn wechseln. Dann seht ihr, fragt euch, ob er die SID automatisch anpassen soll. Könnt ihr auf Ja klicken, dann könnt ihr theoretisch auch wieder zurückwechseln und schon habt ihr wieder eine passende SID drin. Wichtig ist, dass im Routing immer eine Departure-Route vorne dran ist. Das heißt in unserem Fall die Input to November. In diesem Format ist das immer. Die Departure-Route führt uns dann immer zu unserem ersten Wegpunkt, in dem Fall auch Input. Dann kommt das Routing, manchmal mit Airways dazwischen, manchmal nur mit Wegpunkten. Und dann haben wir am Ende wieder einen finalen Wegpunkt und von dem aus geht es dann immer auf eine Arrival. In unserem Fall ist der letzte Wegpunkt also Rarup und die Arrival ist dann die Rarup to Delta Arrival. Wichtig ist, das einmal zu checken, dass man wirklich auch eine sogenannte SID und eine Star, also eine Departure-Route und eine Arrival-Route drin hat. Manchmal kann das für ein bisschen Verwirrung sorgen, auch bei euch im Cockpit, wenn ihr plötzlich eine Bahn eingeben wollt und eine Arrival eingeben wollt, aber im SimBrief-Flugplan gar kein Arrival hinterlegt ist. Deswegen checke ich das immer ganz kurz vorher einmal. Ansonsten schaut unser Routing aber jetzt sehr gut aus. Ihr könntet da auch manuell noch was dran ändern. Dann könntet ihr hier unten nach den Änderungen einmal auf Analyze Route klicken und dann würde SimBrief automatisch einmal checken, ob das Routing so funktioniert. Eine andere Möglichkeit, um noch eine Route zu suchen, ist der Route Finder. Den könnt ihr hier unten aufrufen. Da könnt ihr dann auch nochmal die Flugdetails eingeben und dann würde er euch da nochmal alternative Routen vorschlagen, die ihr dann auch übernehmen könnt. Hier gibt es die Möglichkeit, Historical Weather hochzuladen. Das heißt, wenn ihr an einem bestimmten Tag in der Vergangenheit bei bestimmten Wetterbedingungen gerne nochmal fliegen wollt und ihr habt dann noch eine entsprechende Snapshot-Datei, dann könntet ihr die hier hochladen. Dann würde die auch automatisch in eurem Flugplan berücksichtigt werden. Habe ich persönlich aber noch nie benutzt und ist deswegen auch disabled. Hier unten können wir nochmal genauer die Alternates festlegen. Habe ich ja vorhin schon erklärt, dass wir unseren Alternate jetzt auf Hannover festgelegt haben. Hier seht ihr die Route, die wir theoretisch nach Hannover fliegen würden, unsere Arrival Runway. Und wenn wir jetzt nochmal einen zweiten Alternate zum Beispiel hinzufügen wollen würden, dann könnten wir das hier oben machen, einfach auf die 2 klicken und dann könnten wir hier noch einen hinzufügen. Das bräuchten wir zum Beispiel, wenn an unserem Alternate Airport schlechtes Wetter ist und wir da eventuell nicht landen könnten, dann bräuchten wir auch noch einen zweiten Alternate. Hier unten können wir noch einen Takeoff Alternate und einen Enroute Alternate festlegen. Ein Takeoff Alternate ist quasi nötig, wenn wir bei schlechten Wetterbedingungen starten. Zum Beispiel in München haben wir es ja oft, gerade im Herbst und im Winter, dass wir da dichten Nebel haben. Und dann müssten wir vielleicht bei ganz schlechter Sicht starten. Das ist dann in dem Moment kein Problem. Wenn wir dann aber einen kritischen Fehler bekommen, mit dem wir dann zum Beispiel keine Autoland mehr machen können, dann passiert es ganz schnell, dass wir nicht mehr zu unserem Departure Airport zurückkommen können. Und für diesen Fall brauchen wir dann einen Takeoff Alternate. Ihr müsst euch da aber keine Sorgen drum machen. SimBrief erkennt automatisch, wenn am Departure Airport schlechtes Wetter ist und fügt euch dann auch automatisch einen Takeoff Alternate hinzu. Enroute Alternates wären hingegen geeignete Flughäfen während unseres Fluges, zu denen wir ausweichen könnten. Auf so einem kurzen Flug, wie jetzt von München nach Hamburg, brauchen wir kein Enroute Alternate, können wir also auch entfernen. Und auf längeren Flügen macht es dann durchaus Sinn, hier so ein paar Airports, die entlang der Route liegen, reinzuhauen. Dann bekommt ihr nämlich auch automatisch in eurem Flugplan nachher dann schon die entsprechenden Wetterinformationen für die Airports. Dann haben wir last but not least hier unten noch diese Übersichtskarte. Da bekommen wir zum einen unser Routing angezeigt, können aber zum anderen auch unsere Airways anzeigen lassen, also die Luftstraßen, die hier über Deutschland sind, können uns die einzelnen Wegpunkte anzeigen lassen und so könnten wir auch unser Routing noch mal ein bisschen feintunen, falls wir damit irgendwas nicht zufrieden sind. Ansonsten ist es hier unten immer eine super Darstellung, um einmal zu checken, wo die Route entlang verläuft und auch um einmal zu checken, dass die Route so, wie sie hinterlegt, sinnvoll ist. Wenn wir diese ganzen Eingaben gemacht haben, dann gehen wir hier oben auf Generate Flight. Damit erstellen wir dann also unseren Operational Flight Plan. Bestätigen das Ganze jetzt noch einmal und dann erstellt uns SimBrief jetzt ein Briefing Package. Das dauert dann ein, zwei Sekunden und dann werden wir auf die nächste Seite weitergeleitet und da finden wir jetzt also unseren fertigen Flugplan.
Diesen fertigen Flugplan wollen wir uns dann aber im nächsten Video angucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues zu SimBrief erzählen, vielleicht auch zu der einen oder anderen Option, die man dort angeben kann. Wenn noch irgendwas unklar ist, lasst es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und dann schauen wir uns im nächsten Video dann zusammen mal in Ruhe den Operational Flight Plan an und gucken mal, was wir da so alles an Informationen drin finden können. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da. Über Kommentare freue ich mich auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut und always happy landings!